Have you seen that penguin? What? You know, the penguin. Ja, bei mir ist einer der Spieler, der immer klare Worte findet, im Erfolg, aber auch in der Niederlage. Stefan, 0:4 gegen Dänemark. Ich denke, nach dem 0:1 war es nur okay. Wir haben weiterhin an uns geglaubt. Stefan Ilsanker haben jetzt gerade im Interview gehört, der hat aber gesagt, nach dem 0:1 hatten sie aber dennoch den Glauben dran, dass sie das Spiel noch drehen können oder zumindest den Ausgleich erzielen können. Wie siehst du das? Also da war der Glaube noch da, aber was ist dann passiert auch mit den Köpfen der Spieler? Der Umstand, dass der Glaube da war, der ist ja positiv, ist ja normal. Der Umstand, dass der Glaube da war, der ist ja positiv, ist ja normal. Der Glauben ist schon ein Spieler natürlich da. Der Glauben, das glaube ich schon. Der Glauben, das glaube ich schon. Der Glauben, das glaube ich schon. Mit der Umstand, dass der Glaube da war, der ist ja positiv, ist ja normal. Ist ja normal. Man muss natürlich dazu sagen, soll jetzt nicht wirklich ironisch klingen, aber man konnte auch nicht lange daran glauben, weil wir haben die ersten drei Tore innerhalb von 8 Minuten bekommen. Das heißt also, die Dänen haben sofort nachgesetzt. Ich glaube, schwer für die Spieler nach so einer Niederlage die richtigen Worte zu finden. Hören wir mal rein, was David Alaba zu sagen hat. Ja, die Erwartungen waren hoch, David Alaba. Und in den ersten 45 Minuten hat man auch geglaubt. Ein Spiel komplett ausgeglichen, da passiert in der zweiten Halbzeit etwas. Es ist auch etwas passiert, aber nicht das, was sich auch die Zuseher für uns vorgestellt haben. Was ist da passiert? Haben wir auch. Sie haben schon richtig gesehen, ich glaube. You. Yes, me. Den Glauben dran. Der Glauben, das glaube ich schon. Mit der Umstand, dass der Glaube da war, der ist ja positiv, ist ja normal. Da war der Glaube noch da. Und in den ersten 45 Minuten hat man auch geglaubt. Mann, ja. Sie haben es schon richtig gesehen, ich glaube.